Moin moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir wollen den Damm jetzt zu Ende, den Damm, den Graben zu Ende spicken. Dann habe ich alles bei. Ja, ich denke mal, die 75 werden reichen. Stopp. Ich brauche noch Eisen und das. So, draußen ist natürlich wieder was Aktives. Runtergefallen. Ja, er. So. Natürlich wieder schon wieder Müll rum. Geh weg. Eine kleine Horde. Eine kleine Horde. So. So, hier kommen keine mehr hin. Hier kommt noch einer. Hier. Hier erstmal aufwerten. Oh. Ah nein. Was mache ich denn? Geht aber auch eine Menge drauf, ey. Ui, ui, ui. Komm ich bei hinten an. Okay. Gut. Halt, warte mal. Thank you.
Mist. So, so, so. Ich glaube, das reicht nicht annähernd. Ja gut, die sind jetzt glaube ich erstmal nicht so wichtig, das mache ich zum Schluss. Bis dahin sollen die ja gar nicht kommen. Schon wieder so einen Betonblock aufgelevelt. Hä? Achso. Der war kaputt. Oh je. Das war's. Schande. Ist noch so viel. Das war's. Scheiße. Okay, dann die Benzin noch mit. Das reicht nicht. Dann holen wir uns ein bisschen Benzin. Und gehen noch schnell Steine farmen. So, was kann weg? Das ist Schund. Fette Reserve, ey. Okay. Jetzt hier was. Den schmeißen wir später wieder an. Der muss laufen. Der muss laufen. Der hat kein Holz. Mittag. So. Zack, zack. Achso, Benzin. Ich merke mir das nicht. Hier. Gut. Ja, also ich werde jetzt noch so ungefähr bis 19 Uhr Eisen farmen gehen, Eisen und Stein. Schon mal vorweg.
könnte etwas eintönig wirken. Aber egal, das brauchen wir jetzt ganz dringend. Ich werde dann auch, warte mal, wann ist wieder Hordenacht? 63. Wir haben jetzt Tag 59. Ich werde Tag 60 und 61 auch noch dafür missbrauchen, Stein und Eisen zu sammeln. Dann sollten wir erstmal genug haben. Und dann machen wir uns unten an den Tunnel. Dann wollte ich ja noch, hatte ich vor, noch einen kleinen Tunnel, quasi so einen Fluchttunnel fürs Moped, damit ich mein Moped endlich auch unterstellen kann. Einfach nur so. Dann wollte ich jetzt die Tage noch schön Zement durch, also Beton durchlaufen lassen. Und dann muss ich nur noch wissen, was ich mit dem Beton anstellen möchte. Ich möchte noch irgendwas Geiles bauen. Irgendwas toll. Alter, was ist denn hier los? Sag mal, werden jetzt mal mehr, wenn ich die hier nicht kille? Uiuiuiui. Ja, also wie gesagt, irgendwas Tolles möchte ich bauen. Mal gucken, mir fällt bestimmt was ein. Am besten wäre irgendwie so eine schöne Zombie-Falle. So, aber ich bin gerade so planlos. Oh, da hinten sind noch ganz viele Steine. Gehen wir gleich mal hin. Er hat ein Kreuz. Das zielt sich mit dem Controller so schlecht hier. Wahnsinn. Danke. So, jetzt wird's laut, ne? Nur nochmal so als Info. Es wird jetzt laut. Ups. Wir können ja mal gucken, wir haben ungefähr 1000 Steine im Inventar. Und 66 Eisen. Mal sehen, was wir heute Abend haben, wenn wir fertig sind. Boah, guckt euch das mal an, hier liegen überall Steine. Ein Paradies. Ist der tot? Tatsache. Tatsache. Eben hat aber auch nicht geleckt.
Was mir gerade einfällt, ich hatte jetzt in meinem vorigen Video, wo wir den Erdbohrer zusammengebaut haben, hatte ich eine Frage von jemand zwecks Ölschiefer. Er hat gefragt, ob man die nur kaufen kann. Also das habe ich verneint. Wie gesagt, das kann man im großen Wüstenbiom abfarmen. Aber wo genau? Das weiß ich nicht. Vielleicht kann das ja jemand von euch beantworten. Ich weiß nur, dass es sich im Wüstenbiom abbauen lässt. Aber wo und wie, ich keine Ahnung. Und die Verkäufer, die haben das ja auch sauselten im Inventar. Also ich denke mal, da lohnt sich eher das Abbauen. Aber ich glaube, die Ölschiefer brauchte man auch nur, um Benzin und so herzustellen, ne? Also ich weiß nicht, also ich würde das Looten oder das Abfarmen von Autos würde ich, glaube ich, eher empfehlen. Also jetzt aus meiner Sicht. Es sei denn, man kann damit was noch was anderes anstellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man damit ja noch keine Ahnung. Ich denke mal nur Benzin. Oh shit. Nanu. Nichts. Bin ich komplett aus dem Konzept, ey. Wo waren denn die anderen Steine jetzt? Paradise.
Ja, mein Gott. Das hat mich ein bisschen erschrocken hier. Das ist natürlich auch schön negativ an dem Bohrer. Du hörst nichts in deiner Umgebung. Ja. Also diese großen Granitblöcke, die bringen überhaupt nichts. Also an sowas braucht ihr eure Zeit nicht verschwenden. Ich hab ja kein Ende hier. So, da haben wir schon 1200er voll. Zombies hier. Wie ist das schon 7? Alter. Zeit vergeht. Was ist meine Karre? Oh, da hinten. Naja. So, mit Bäumen braucht das gar nicht versuchen. Das dauert auch einfach viel zu lange. Da macht sich die Kettensäge wunderbar.
Na ja, gut, ein bisschen fleißig waren wir ja. So. Hat sich verlaufen. Jo, so haben wir erstmal schon wieder ein bisschen Eisen für die Schmiede. Die kann dann erstmal auf Hochtouren arbeiten. Na komm, die nehmen wir noch mit hier. Ich hatte auch schon mal die Idee, um mich in so einen Berg reinzubauen. Habe ich auch noch nie umgesetzt, diese Idee. Einfach nur so. Vorne schön mit Panzertür und innen schön ausbauen. Mal schauen. Zum Gepäckträger? Nö. So, ein bisschen habe ich hier schon weitergemacht. Also wir sind schon ungefähr, wir sind kurz vorm Haus, kurz vor der Terrasse. Ach, Terrasse sag ich schon, zu diesen, na, ist ja eine kleine Terrasse. Da sind wir, also fehlen nur noch ein paar Meter und dann geht's nach oben. Gut, das kann auch wieder an. So und so. Gleich nachschieben. Na gut. Gut, wie gesagt, Tag 60 und 61 bin ich unterwegs. Werde noch ein bisschen Eisen und Stein ranfarmen. Ein bisschen Holz auch noch. Das geht auch langsam zur Neige. Und dann sehen wir uns Tag 62 wieder.
Was wir dann machen. Weiß ich noch nicht. Doch, klar, wir werten die restlichen Spitzen auf. Und bis dahin lasse ich mir einfallen, was unser nächstes Bauprojekt ist. Und ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also macht's gut. Ciao.